Ja, meine Damen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Runde, muss man sagen, von Ich will OB, Toms Kandidatentalk. Den Mann haben Sie neben mir schon mal gesehen, aber heute wird alles ganz anders. Herr Lobber, schön, dass Sie da sind. Bin sehr gerne da. Wir haben letztes Mal gedacht, Sie haben alle Fragen schon beantwortet, aber das stimmt nicht. Wir haben uns hingesetzt und vor allem junge Kollegen haben sich hingesetzt und wir haben uns 36 Fragen einfallen lassen. Die stellen wir allen Kollegen, also ja. Kein Vorteil für Sie oder für irgendjemand anders. Jawohl. Und es ist klar, bei 36 Fragen, wenn Sie bei jeder Frage ein Referat für Viertelstunde halten, dann reicht es gar nicht bis zum Wahltermin. Ich werde kurz und prägnant antworten. Wie üblich, hervorragend. So, Herr Lobber, Frage 1. Was würden Sie beruflich machen, wenn Sie kein Politiker wären? Rechtsanwalt wäre ich im Zweifel. Ja. Das ist mein gelernter Beruf. Ich bin gelernter Bankkaufmann und promovierter Jurist. Und im Zweifel wäre ich, wenn ich kein Politiker wäre, wäre ich Rechtsanwalt. Was macht einen guten oder eine gute Politikerin aus? In zwei Sätzen, wenn es geht. Ich denke, Gelassenheit ist ganz wichtig. Entschlossenheit ist sehr wichtig. Fachkompetenz ist sehr wichtig. Und Überzeugungskraft ist sehr wichtig. Was macht Sie persönlich glücklich? Meine Familie. Wovor haben Sie Angst? Vor einer schweren Krankheit. Wie würden Sie die besten aller möglichen Welten, wie würde die bei Ihnen ausschauen, die besten aller Welten? Die beste aller möglichen Welten ist eine gute Verbindung zwischen einer starken Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen und einer intakten Umwelt. Letzte Frage, die geht wirklich an die Essenz. Wann haben Sie das letzte Mal eine Spülmaschine ausgeräumt? Gestern. Kann das hier jemand bestätigen? Ja. Der Sohn ist im Hintergrund, der Sohn liegt. Gestern habe ich eine ausgeräumt. So. Welcher Song erinnert Sie an Ihre Jugend? Alle Songs von den Beatles. Echter Beatles-Fan? Ja. Alle ja. Platten? Haben Sie auch alle Platten? Ja, ich habe die Platten, glaube ich, noch. Ja, ich habe sie so richtige Schallplatten? Irgendwo auf dem Dach gestört. Und Sie haben auch einen Schallplattenspieler dazu? Nein. Nicht mehr? Schallplattenspieler habe ich nicht mehr, aber die Platten habe ich nicht weggeschmissen. Fällt Ihnen spontan ein Song ein, der zu Stuttgart passen würde? Also von mir aus auch von den Beatles? Weiß ich gar nicht. Meine große Liebe. Würde ich den Song überschreiben? Meine große Liebe? Ja. Das hört sich wie ein Schlager an. Natürlich. Schöner Schlager von einer Frauenstimme getragen. Genau. Ja. Zum Beispiel von Vanessa Mai oder von Andrea Berg, die ich beide getraut habe als Standesbeamter. Echt? Ja. Wahnsinn. Jetzt kommen die Glocken. Das sieht man. Also, da frage ich mich schon, welche Macht steckt in dem Kandidaten. Er sagt als Standesbeamter und schon kommen die Glocken. Ja. Wir reden aber einfach weiter. Trotzdem wir reden weiter, kein Problem. Ja. Was glauben Sie, was junge Leute gerade bewegt? Ich glaube, die junge Leute bewegt, gerade auch in Stuttgart, die Sorge, wie es nach der Corona-Pandemie weitergeht, die Sorge auch um Ausbildungs- und Arbeitsplätze, aber auch die Sorge um eine intakte Umwelt und einen guten Klimaschutz. Wenn Sie Stuttgart mit drei Adjektiven beschreiben müssten, welche würden Ihnen da einfallen? Bodenständig, modern und innovativ. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir doch eine kleine Pause gemacht, weil dieses Geklingel der Kirche war doch irgendwie ein bisschen ablenkend, obwohl den Lobber, den kann praktisch nichts bremsen, gell? Also Sie hätten weitergemacht, trotzdem. Ich hätte weitergemacht, natürlich, im Unterschied zu Ihnen, lieber Herrner. Ich bin angeknickt. Der schönste Moment im Wahlkampf wollte ich noch wissen von Ihnen. Der schönste Moment im Wahlkampf, neben den Interviews mit Tom Hörner, war das eine Bürgersprechstunde in Obertürkheim. Da kam ein mittelalterlicher Mann auf mich zu und hat zu mir gesagt, ich komme aus Backnang, wohne jetzt in Obertürkheim. Mhm. 2002 habe ich Sie nicht gewählt. Ja. Ich habe es inzwischen bereut und werde Sie diesmal wählen. Hervorragend. Was war der übelste Moment? Gab es einen Moment, wo Sie sagen, das, sowas brauche ich nicht, das war jetzt sehr unfreundlich? Gab es sowas auch bei Ihnen? Ja, das gab es auch, dass man mal beschimpft wurde. Solche Momente gibt es in jedem Wahlkampf. Hatten Sie im Leben mal Todesangst? Also richtig Angst, dass Sie sterben könnten? Ja, das hatte ich mal nach einem schweren operativen Eingriff. Was kommt nach dem Tod für Sie? Das ewige Leben. Würden Sie mal gerne zum Mond fliegen? Ja, ich bin für solche Exkursionen durchaus bereit und zu haben. Also ich habe nicht gefragt, ob Sie jemanden zum Mond schießen soll. Da gab es auch schon Momente, wo ich jemanden zum Mond schießen wollte. Herr Lobber, wo würden Sie als OB in Stuttgart am liebsten wohnen? Ehrlich gesagt, da habe ich mir noch keine abschließenden Gedanken gemacht. Auf jeden Fall ist ganz sicher, dass der Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart auch in Stuttgart wohnen muss. Und das werde ich auch tun. Ich kann in Backnang, wenn ich gewählt werden sollte, das kann ich auch tun. Ich kann in Backnang das von mir gemietete Haus innerhalb von 6 Wochen zum Quartalsende kündigen. Sehr gut. Haben Sie während der Corona-Pandemie eigentlich mal ein Klopapier auf Vorrat gekauft? Ja.
Habe ich, ehrlich gesagt, ich habe es nicht gekauft, meine Frau hat es auf Vorrat gekauft. Weil sie dachten, irgendwann ist es aus. Irgendwann ist es aus und dann wird es unangenehm. Ja. Mein Vater hat mir immer erzählt, bei ihm zu Hause haben die Kinder gar kein Klopapier bekommen, sondern die haben Zeitungspapier bekommen, nur die Erwachsenen haben Klopapier bekommen. Und ich hatte Angst, dass es wieder bei uns genauso wird. Meine Rede, wer kauft, abonniert Zeitungen, wir wissen nie, wenn das Klopapier ausgeht. Also, genau, schon allein deswegen. Schon allein deswegen. Was tun Sie, wenn Sie sich mal was richtig Gutes gönnen wollen? Dann trinke ich ein Rosé Scholle von einem württembergischen Weingut. Wenn es ganz gut kommt, dann sogar ein Rosé, nicht nur als Scholle. Ich würde gerade sagen, Scholle, so bescheiden. Und, ein Rosé, ein Weißherbst, ein Schiller Wein, das ist mein Weingeschmack. Und ich esse dazu einen geschmelzten Rostbraten mit Spätzle. Hervorragend, klingt gut. Ach Mensch, ich habe noch nichts gegessen heute, ja. Macht mir richtig hungrig. Ich auch nicht. Sind Sie nass oder Trockenrasierer? Nass, immer nass, nass. Schon immer? Aus Überzeugung? Ganz am Anfang, als ich in die Bartphase kam, war ich Trockenrasierer. Jetzt bin ich seit Jahrzehnten Nassrasierer. Mhm. Wer bügelt Ihre Hemden? Meine Frau. Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag, wenn Sie mal nicht Wahlkampf machen? Stuttgarter Nachrichten lesen. Das ist hervorragend. Ja. In den vergangenen Tagen macht den Begriff der Karrierist die Runde, also als Negativbegriff. Ja. Muss man als angehender Oberbürgermeister nicht auch ein Stück weit Karrierist sein oder zumindest ein Alpha-Tier, sonst kriegt man den Job gar nicht. Gehört das nicht auch dazu? Ich bin der Meinung, man sollte ehrgeizig sein. Das ist ein gesunder Ehrgeiz, treibt die Welt voran. Man sollte aber nicht über ehrgeizig sein. Was war Ihr letzter Fehlkauf? Ich habe, glaube ein paar Schuhe gekauft in der falschen Größe. Die waren mir einfach zu groß. Nee, die waren mir zu klein. Zu klein? Die waren mir zu klein. Und das ist dann schwierig, wenn Sie... Ihrer Frau haben Sie nicht gefallen? Doch, meiner Frau haben Sie gefallen, aber Sie waren zu klein. Haben Sie schon mal geklaut in Ihrem Leben? Ich habe schon mal als kleines Kind was entwendet, aber ich habe mit schlechtem Gewissen es dann wieder zurückgebracht. Was bedeutet für Sie Gerechtigkeit, wenn es geht in zwei Sätzen? Die Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass jeder die gleichen Chancen hat im Leben, dass jeder die Chance hat, sich zu entwickeln, einen guten Arbeitsplatz, einen guten Studien- und Ausbildungsplatz zu bekommen. Und diese Chance sollten wir jedem in unserem Lande, jedem in unserer Stadt einräumen. Wie lange arbeiten Sie in der Woche? Wie viele Stunden? 60. 60 Stunden? Um die 60. Bedeutet für Sie lange Arbeitszeit auch gleichzeitig gute Arbeit? Nein, nicht unbedingt. Ich bin ein jemand, der gerne arbeitet, gerne auch lange arbeitet. Ich mache das mit großer Überzeugung, das ist mir überhaupt keine Last. Angenommen, Sie bräuchten bei einer Abstimmung im Gemeinderat, um die durchzukriegen, die Stimmen der AfD, würden Sie das akzeptieren? Ist das für Sie okay? Die AfD ist keine natürliche Bündnispartnerin, aber man wird im Gemeinderat immer mit wechselnden Mehrheiten arbeiten müssen. Da wird die ein oder andere Stimme der AfD kommen, aber vielleicht auch von linken Gruppierungen, von Gruppierungen der Mitte. Okay. Ich denke, wechselnde Mehrheiten erfordern wechselndes Abstimmungsverhalten. Sind Sie in Ihrem Politikerleben schon mal einem korrupten Politiker begegnet? Von dem Sie das behaupten würden? Nein, das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Nein. Finden Sie, ein Oberbürgermeister in Stuttgart verdient zu viel oder zu wenig? Ich finde, er verdient ordentlich. Im Vergleich zu Persönlichkeiten, zu Verantwortungsträgern der Wirtschaft verdient er wenig, aber im Verhältnis zu anderen normalen Angestellten und Arbeitern verdient er sehr gut. Ananas auf Pizza, geht es bei Ihnen oder nicht? Nein, da habe ich keine Freude dran. Ananas auf Pizza. Braucht ein Nutella-Brot Butter drunter oder nicht? Eigentlich auch nicht, aber notfalls geht auch das. Gleich haben wir es, unseren Hagel. Gibt es eine Frage, auf die Sie immer mal gern geantwortet hätten während dieses Wahlkampfs, aber kein Mensch hat sie Ihnen gestellt? Das würde ich Ihnen jetzt nicht verraten. Wenn es so wäre. Ich hätte Sie auch nicht antworten lassen, ich hätte nur die Frage gehört. Wenn Sie sich bei Ihrer Wählerschaft bedanken wollen, sagen Sie denn liebe Wählerin, liebe Wähler, sagen Sie liebe Wählerin, liebe Wähler, liebe Diverse oder sagen Sie liebe Wähler, SternInnen? Ich würde sagen liebe Wählerinnen und liebe Wähler, weil das einfach leichter von der Zunge geht. Ja. So, jetzt kommt die schwierigste Frage, wegen der haben wir das ganze Interview eigentlich gemacht, werden Sie gleich merken. Angenommen, Sie würden nicht Oberbürgermeister von Stuttgart. Ja. Wer wäre Ihnen lieber, Schreier oder Roggenbauch? Ehrlich gesagt, da habe ich keine Meinung. Da habe ich mir noch keine Meinung gebildet zu dieser Frage. Mir wäre am liebsten Nopper. Überrascht mich jetzt nicht so wirklich. Jawohl. Herr Nopper, ich wünsche einen schönen Wahlkampf auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Alles klar. Sehr gerne. Danke. Ciao. Tschüss.